Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im KörberForum. Mein Name ist Kai-Michael Hartig. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Haus bei noch etwas kühlen Temperaturen. Ich hoffe, dass wir in eine hitzige Diskussion kommen und sich der Saal sozusagen fossil energieneutral aufwärmt. Daran können Sie sicherlich vielleicht auch noch Anteil haben. Ich begrüße Sie herzlich hier im Hause. Ich habe überlegt, mit welchem Eingangsgedanken, und ich fand ein Zitat, das Sie vielleicht kennen, ein chinesisches Zitat, das aber vielleicht gar keins ist. Es lautet, mögest du in interessanten Zeiten leben. Das haben Sie vielleicht schon gehört. Das stammt eigentlich aus einer Rede, die Robert Kennedy mal gehalten hat und er immer behauptet hat, das sei ein chinesisches Sprichwort. Aber es ist, glaube ich, in China gar nicht so bekannt. Jedenfalls ist es eine Zuschreibung, vielleicht auch eine kleine Verwünschung. Interessante Zeiten, in denen wir leben, die gab es natürlich auch, und das deutet ja der Titel des Abends an, schon vor 50 Jahren. Damals, 1968, regte sich nicht nur in Westeuropa und auch nicht nur in Amerika, sowohl West- als auch Ostküste, Widerstand, Aufbruch, Revolte gegen die Zustände im Hier und Jetzt, gegen das Verdrängen und Verschweigen, gegen das Gefestigte, das Establishment. 1968 war eine Zeit der Konfrontation und natürlich auch die Jahre danach. Und 1968 politisiert und polarisiert bis heute. Und doch scheint zu 1968 irgendwie alles auch gesagt, alles geschrieben. Die Bilder sind gefestigt und die bewegte Zeit von damals scheint einen halbwegs befriedeten Platz in den Geschichtsbüchern gefunden zu haben. Und vielleicht hätte man vor ein paar Jahren noch der folgenden Einschätzung zugestimmt: 1968 lebt inzwischen nur noch als ein postmodernes, akademisch-abstraktes Diskursfeld für Zeitzeugen fort. Oder als Projektionsfläche für die Nachgeborenen, denen der Kultstatus jener Zeit als Folie eigenen Jugendgefühls gilt, vielleicht nur noch getrübt von der Gewissheit, dass die ererbte Freiheit anders schmeckt als die selbst errungene. Doch seit kurzem scheint auf einmal alles anders zu sein. Das von dem amerikanischen Soziologen Francis Fukuyama diagnostizierte, projizierte Ende der Geschichte nach dem Wegfall der Weltblöcke und einer Zeit weltweit wachsenden Wohlstands war gar keins. Im Gegenteil, erneut gerät das Gefüge von Regierenden und Regierten in Bewegung. Protest, Widerstand, ziviler Ungehorsam, Protestwahlverhalten, auch Demagogie, Diffamierung und Lagerbildung feiern Urständ. Diesmal jedoch unter neuen und anderen Vorzeichen. Dem Ruf nach Basisdemokratie von 1968 folgt heute ein Wir sind das Volk. Begriffe und politische Lager scheinen durcheinander geraten. Die Zeit formulierte es kürzlich so: Man reibt sich die Augen. Der Jargon von Befreiung und Tabubruch, der bekanntlich bei den Linken zu Hause war, hat die Seiten gewechselt. Schon beim Versuch, den heutigen politischen Zustand zu deuten und seine Ursachen zu finden, entbrennen heftigste Kämpfe um die Deutungshoheit. Allein die Tatsache, dass manche die heute politische Situation als einen Backslash von 1968 interpretieren wollen, zeigt, wie aktuell 1968 wieder ist. Und genau diese Aktualität ist seit letzter Woche in einer Ausstellung des Museums für Kunst und Gewerbe zu sehen. Pop und Protest heißt sie und gibt dem Besucher zahlreiche Denkanstöße, die Energien und Nachwirkungen dieser Zeit bis in die Gegenwart nachzuvollziehen. Wir freuen uns sehr, dass wir als Partner der Ausstellung dieses Thema gleichsam über Bande in die Künste hineinspielen können, mit einem Quartett von Veranstaltungen, das heute Abend seinen Anfang nimmt. Und zwar mit Blick auf das, was durch 1968 im Theater in Bewegung gekommen ist. Welche politische Rolle hat das Theater damals gespielt? Wie versuchte man in der Kunst und in den Ensembles mit neuen demokratischen Arbeitsformen die Gesellschaft zu verändern? Und was ist davon 50 Jahre später noch zu spüren? Unsere Gäste sind eingeladen, darüber zu diskutieren, was 68 für das Theater damals und heute bedeutet. Und ich freue mich sehr, dass es uns und hier besonders meiner leider heute Abend erkrankten Kollegin Stefanie Lubbe gelungen ist, ein gewiss gesprächsfreudige Runde zusammenzustellen, und danke Ihnen allen, dass Sie heute Abend unserer Einladung gefolgt sind. Es sind die Schauspielerin Elisabeth Schwarz, die selbst noch das Mitbestimmungsmodell am Schauspiel Frankfurt erlebt hat und viele Jahre später oder viele Jahre am Thalia Theater engagiert war. Der Regisseur und ehemalige Schauspielhausintendant Niels-Peter Rudolph, die Theaterforscherin Barbara Müller-Wesemann und Gernot Grünewald, Gewinner des Körperstudio Junge Regie 2011, der sich als Regisseur heute mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzt. Durch diesen Abend und durch dieses gewiss vielfältige Themengedschungel führt uns die Theaterexpertin des NDR, langjährige Theaterexpertin und Mitglied unserer Boy-Gobert-Preis-Jury, Catarina Felixmüller, der ich jetzt Bühne und Mikrofon übergebe. Ihnen allen einen aufschlussreichen, erkenntnisreichen Abend. Viel Vergnügen. Jo, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr auf diese Debatte. Ich habe noch eine Bitte an die Technik. Es zieht hier wie Hechtsuppe. Aber so richtig. Vielleicht können Sie netterweise diese Klimaanlage etwas drosseln. Es ist nämlich so richtig kalt. Jo, danke. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, hier in diesem Kreis zu sein, mit Menschen, denen ich persönlich viele Theatererfahrungen zu verdanken habe und das über schon ein paar Jahrzehnte hin. Und deshalb freue ich mich sehr, zunächst einmal Elisabeth Schwarz zu begrüßen. Sie ist geboren in Stuttgart, war festes Ensemblemitglied in den Jahren 85 bis 2001 am Thalia Theater. Ich bin mir sicher, der eine oder andere von Ihnen wird sie dort gesehen haben. Engagiert am Schauspielhaus in Frankfurt in der Intendanz von Peter Palitsch zuvor. Das muss, was immer man darüber liest, eine legendäre Zeit gewesen sein, von 1972 bis 80. Eine offensichtlich aber auch ziemlich zermürbende Zeit für die Menschen, die dort gearbeitet haben. Denn in dieser Zeit wurden alle Regeln einfach mal in Frage gestellt, die bisher am Theater galten. Elisabeth Schwarz hat darüber ein überaus lesenswertes Buch geschrieben. Ein Buch mit dem schönen Titel "War da was? Theaterarbeit und Mitbestimmung am Schauspielhaus Frankfurt". Herzlich willkommen, Elisabeth Schwarz. Aus derselben Generation, so Pi mal Daumen, stammt der Regisseur und ehemalige Intendant des Deutschen Schauspielhauses, Niels-Peter Rudolph. Das war in den Jahren von 1979 bis 1984. Seine Karriere als Regisseur aber begann er Anfang der 60er Jahre in Bochum. Danach schuf er unzählige Inszenierungen, sowohl im Theater als auch auf der Opernbühne. Mittlerweile unterrichtet er noch an der Theaterakademie Essen-Bochum. Und auch er war Anfang der 70er Jahre zumindest dabei, wenn es darum ging, zu debattieren, inwieweit am Theater Mitbestimmung einzuführen sei, inwieweit das Theater einer Neuordnung bedarf. Schön, dass Sie hier sind, Niels-Peter Rudolph. Schön, dass Sie da sind. Kaum jemand kennt die Hamburger Theaterszene der vergangenen Jahrzehnte so gut wie Barbara Müller-Wesemann. Ich nenne nur ein paar Punkte, Frau Müller-Wesemann, weil sonst sitzen wir in einer halben Stunde noch hier. Sie war bis 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Theaterforschung an der Hamburger Uni. Bis heute ist sie Dozentin an der Theaterakademie Hamburg. Was mir sehr imponiert und was eine, glaube ich, ganz wichtige Sache ist, dass sie immer ein Engagement für den Nachwuchs am Theater hatte. Sie hat zunächst einmal das Festival Die Wüste lebt mitorganisiert, mitbegründet und jetzt ist es das Körperstudio Junge Regie, das sie seit dem Beginn 2003 maßgeblich mitprägt. So, und dann gibt es da die Frage, wie wollen wir am Theater arbeiten? Wie arbeiten wir heute? Wie sollten wir arbeiten? Wie haben wir gearbeitet und sollten es nicht mehr tun? Auch das ist eine Frage, die Frau Müller-Wesemann immer sehr beschäftigt hat. So, und schließlich, und dann kann ich meine Zettel auch wegnehmen, freue ich mich sehr, dass der Regisseur Gernot Grünewald hier ist, Jahrgang 78, in dem Fall darf ich es mal sagen. Ebenfalls in Stuttgart geboren, übrigens, interessant, Stuttgart muss irgendwie für Theaterschaffende ein überaus fruchtbares Pflaster gewesen sein. Gernot Grünewald hat zahlreiche preisgekrönte Inszenierungen zu aktuellen Themen bereits auf die Bühne gebracht, sind in seiner Regie entstanden. Aktuell über den G20-Gipfel in Hamburg, leider nur zu sehen in der Box des Deutschen Theater am Berlin, aber vielleicht kommt das mal her, diese Produktion. Und sein aktuelles Stück im Theater in der Gaußstraße sind die Patentöchter Schatten der RAF. Auch das eine überaus sehenswerte, interessante Inszenierung, wie mit so authentischen dokumentarischen Texten umgegangen werden kann. Gernot Grünewald, was geht Sie als 40-Jähriger eigentlich 68 an? Naja, also zunächst mal nicht aus persönlichem Erinnerungsvermögen, klar, weil es 10 Jahre vorgeburtlich sozusagen war. Es geht mich auf jeden Fall in dem Moment was an, wo ich mich mit Themen wie dem G20 und sozusagen der Notwendigkeit von Revolte oder Widerstand im allgemeinen Sinne anfangen zu beschäftigen. Ja, so. Genau, das sind grundsätzliche Fragen, wo natürlich eine Frage ist, wie haben, Gott, ich hätte fast schon gesagt, Menschen zu anderen Zeiten, wie sind die damit umgegangen? Also zumindest Menschen, die vor mir gelebt haben. Hört sich alles ganz furchtbar an. Genau, in der Arbeit wie jetzt in Patentöchtern, wo wir ganz konkret mit 68 und naheliegenden Folgen, nämlich einem Attentat der zweiten Generation der RAF 77 umgegangen sind und aber sozusagen der Schatten dieser Tat ins Heute gespiegelt durch Corinna Ponto, die Tochter von Jürgen Ponto, und Julia Albrecht, die Schwester von einer der beteiligten Terroristen, Susanne Albrecht. Genau, ist dann genau diese Frage, was bleibt davon, auf eine ganz andere Art und Weise natürlich auch nochmal innerhalb einer Arbeit oder eines Arbeitskontextes gestellt. Und die Frage insgesamt, wie sollte man leben, wie sollte man arbeiten im Theater, aber auch an sich, ist, finde ich, ich bin jetzt natürlich kein Experte, weil es für mich zu lange her ist, aber ist was, wo ich immer wieder aufs 68 stoße und auch gerne stoße und inspiriert werde, eigentlich von Modellen, die damals entwickelt wurden und dann wieder verschütt gegangen sind oder aber auch natürlich sich fortgesetzt haben und deren Auswirkungen ich sozusagen heute spüre in meinen Kontexten. Dass Sie heute so mit Schauspielern arbeiten können, wie Sie es tun, nämlich man recherchiert gemeinsam ein Geschehen, man macht gemeinsam einen Text daraus, man entwickelt gemeinsam ein Regie- und Darstellungskonzept. Glauben Sie, dass das auch eine Folge ist dieser Umbruchszeit, die damals Mitte der 60er Jahre nicht ganz ihren Anfang nahm? Frau Müller-Wesemann wird das gleich noch korrigieren, aber die damals ihren Anfang nahm? Ich vermute sehr ja, ohne jetzt die Strukturen damals genau zu kennen, aber aus dem, was ich weiß, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich eine der Folgen ist, die man konkret heute spüren kann. Nichtsdestotrotz hat sich natürlich auch, haben sich hierarchisch verkrustete Strukturen im Theater durchaus lange gehalten. Also man kann es nicht sagen, aus meiner auch noch aktuellen Beobachtung, dass durch 68 von Zauberhand sozusagen Dinge, die eigentlich nicht mehr sein sollten, verschwunden sind und alle nur noch kollektiv und engagiert miteinander arbeiten. Aber ich würde sagen, dass so Formen möglich sind und sich auch, glaube ich, immer stärker durchsetzen, dass Hierarchien flacher werden in einem Betrieb, der leider dazu neigt, gar nicht flach hierarchisiert zu sein zunächst mal. Das ist, glaube ich, unmittelbar eine Folge von 68. Elisabeth Schwarz, ich habe ein wunderbares Zitat von dem Kollegen Rüdiger Schaper gefunden. Der sagte, die Künstler sahen damals die Chance, die Rolle der Hofclowns loszuwerden. So hat er einmal geschrieben über diese Zeit, um die es jetzt gehen soll. Trifft das zu auf die Hoffnung, mit denen Sie unter Palitsch um mehr Mitbestimmung und einfach um ein neues Denken, was die Hierarchien und die Strukturen betrifft, im Theater gekämpft haben? Ich muss erst mal was klarstellen. Dieses Buch War da was, das Sie vorhin angesprochen haben, das habe nicht ich geschrieben. Ich habe da drin einen Beitrag geschrieben, aber das haben wir alle geschrieben. Am Mitbestimmungstheater konnte keiner ein Buch über die Zeit des Mitbestimmungstheaters schreiben. Das wäre sozusagen kontraproduktiv gewesen. Und um zu Ihrer Frage zu kommen, Frau Felixmüller, also ich habe mich nie... ich habe mich überhaupt, das sagt Herr Schaper so, aber ich habe mich nie als Clown gefühlt oder als Clownin. Wir haben auch keine Rollen abgegeben. Wir haben, man kann schon sagen, eine Art Revolte im Theater selber produziert. Das war in Stuttgart. Und ich erzähle mal ganz schnell, wie einfach und simpel diese Revolte war. Die Schauspieler sollten ein Stück spielen, das hieß Macroons Guevara und war ein englisches Gebrauchsstück. Das fanden wir, ich gehörte zu denen, die da drin spielen sollten, unheimlich doof. Sind drauf zur Direktion und haben gesagt, wir wollen in diesem Stück nicht mitspielen. Und was noch uns Mut machte, dass wir schreiben, das Jahr 1969, 70 war, der Zeitgeist. Also wir auch, wir sagen, machen jetzt auch mal den Mund auf. Und wir haben auch gesagt, wir wollen nicht mitspielen, wir werden nicht mitspielen. Und das war neu. Daraufhin wurde das eine Weile ausgesetzt, dann kam die Sommerpause, da kamen neu engagierte Schauspieler und denen wurde gesagt, ihr spielt jetzt da in diesem Stück Megrunske Wara. Wir hielten alle die Klappe und dachten, aber fein ist das nicht. Die müssen es spielen, die kannten den Vorgang nicht. Dann, natürlich, Theater ist sehr durchlässig, so ein Ensemble, das kann man nicht geheim halten, wurde den Schauspielern, die es jetzt spielen mussten, bekannt, dass wir das abgelehnt hatten. Und dann waren die äußerst empört und diese Empörung bestand zu Recht. Und wir haben uns mit diesen Schauspielern solidarisiert. Nun waren wir schon sehr viele, die fanden, wieso müssen wir ein Stück spielen, was wir total blöd finden. Und dann kam Peter Palitsch in die, sozusagen, in dieses Spiel. Und wir hatten immer Versammlungen unten in der Probebühne nach den Vorstellungen. Das war alles sehr anstrengend, die Vorbereitungszeit. Und Palitsch erklärte uns, dass wenn wir mitbestimmen wollten, dass wir bestimmte Stücke zum Beispiel nicht spielen wollen, weil wir sie nicht gut finden, dann müssten wir auch mit Verantwortung tragen. Darüber hatten wir natürlich noch gar nicht nachgedacht. Wir dachten immer ordentlich gegen die Direktion und dann wird es schon mit unserer Emanzipation. Das war nicht so. Und Palitsch hat uns das genau auseinandergefieselt. Und dann geschah eine merkwürdig, sicherlich ganz gewiss geprägt von dem Geist der Zeit, von der Politisierung der Studenten, von der Politisierung überhaupt der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Nicht nur der, aber eben auch der. Dass wir uns nach den Vorstellungen, war wirklich tapfer, auf die Probenbühne begaben, eine Tafel aufstellten, bunte Kreiden nahmen und anfingen, ein Modell zu entwickeln, ein Mitbestimmungsmodell, in dem wir mitbestimmten, aber auch mitverantworten mussten, wie das aussehen könnte. Soll ich das mal schnell erklären, wie das aussah? Knapp, ja. Gerne. Also da war die Basis, das waren die Schauspieler. Dann wurde aus dieser Basis, waren ungefähr 40, ein Direktor gewählt. Der eingesetzte Direktor in Frankfurt, also in Schauspiel Frankfurt, wo wir von Stuttgart aus hingingen, war Peter Palitsch. Die Stadt brauchte, das ist immer so, davon kann Niels-Peter Rudolph ein Liedlein singen, einen Ansprechpartner, also jemand, der wirklich total verantwortlich ist, wenn meinetwegen die finanzielle Seite des Theaters zusammenbricht oder was auch immer. Das war Peter Palitsch. Dann gab es einen gewählten Direktor des Ensembles, das war Peter Danzeisen, ein ganz unbekannter Schauspieler. Und dann, also uns unbekannt, aus diesem großen neuen Ensemble, das in Frankfurt sich zusammenfand. Und dann gab es noch einen Bühnenbilder, das sollte Wilfried Minks sein, der sprang leider ab. Und dann wurde es jemand, der mit dieser Idee nicht gut zurechtkam. Es basierte auf der Idee, dass jemand für die Technik zuständig war. Das war der Bühnenbildner, dass jemand von der Stadt eingesetzt wurde, der gleichzeitig das Mitbestimmungsmodell trug. Das war Peter Palitsch und der gewählte Direktor des Ensembles. Jetzt konnte man sagen, der Bühnenbildner und der Regisseur, die arbeiten sowieso so eng zusammen, die werden ja den Schauspieler immer überstimmen können, immer 2:1. Daraufhin sagte Palitsch, dass er einen Teufel tun würde, gegen ein ganzes Ensemble zu stimmen. Das glaubten wir und das hat er auch nie getan. Jetzt gab es, damit man nicht jedes Mal Ensembleversammlungen machen musste bei Entscheidungen, einen Beirat, der bestand aus 5 Leuten und 5 Stellvertretern, der sozusagen dem gewählten Direktor immer jeweils sagen sollte, wie die Stimmung an der Basis war. Haben Sie eigentlich in dem Zuge auch den 36-Stunden-Tag erfunden? Weil ja, das hört sich unfassbar zeitaufwendig. Ja. Und ich habe neulich in einer Diskussion in der Akademie der Künste, da ging es auch um eine sozusagen Neuauflage der Mitbestimmung, davor, also vor Naivität gewarnt in diesem Zusammenhang. Wir sind da vollkommen naiv rein, weil wir haben nicht vorausgesehen, wie viel Mehrarbeit Mitbestimmung ist. Ja. Wir haben das Modell nachts entworfen, nach der Vorstellung. Wir haben die Sitzungen zwischen Probe und Abendvorstellungen machen müssen, wann sonst. Wir mussten Texte lesen, wir mussten Stücke lesen, wir mussten hinfahren, um Regisseure anzugucken. Wir mussten viel, viel mehr arbeiten, als wir je vorher gearbeitet haben. Aber da das ja unser Projekt war, hat man es zumindest am Anfang gar nicht so sehr empfunden. Man fand, das lag in der Natur der Sache. Niels-Peter Rudolph, Sie sind auch abgesprungen damals, nicht? Dieses Frankfurter Modell, was andere Leute im Rückblick auch Frankfurter Kreuz genannt haben. Das behagte ihnen nicht. Sie wollten lieber frei inszenieren zwischen München, Hamburg und dem Rest der deutschsprachigen Welt. Nee, nein, das ist jetzt, Entschuldigung, ein bisschen zu einfach. Wir sind für eine extrem lange Vorbereitungszeit alle nach Stuttgart gegangen, um uns auf diese Frankfurter grandiose Idee vorzubereiten und uns einlassen zu können und zu gucken, wie das funktionieren kann. Die verschiedensten Menschen, die eigentlich noch nie solche demokratischen Modelle in den aus der Feudalzeit stammenden Theatern überhaupt gedacht und ausprobiert hatten. Und also um es kurz zu sagen, wir sind zum Teil auf verschiedene Weise an den Widersprüchen zerbrochen, an den Widersprüchen zwischen dem, wie die Welt um uns herum organisiert war, auch juristisch. Also wir haben, ich habe 3 Jahre lang ein gleichberechtigtes Mitbestimmungsmodell vorbereitet und habe dann lernen müssen, dass aus juristischen Gründen es nur einen einzigen Verantwortlichen geben kann. Also schon wieder einen Intendant, weil die finanzielle Verantwortung nur von einer Person getragen werden kann. Also haben wir gesagt, einige, das ist nicht mehr unser Modell und haben uns wieder selbstständig gemacht, nicht? Und haben aber, damit Sie das auch verstehen, in andere Form an anderen Theatern, unter anderem ich, am Schauspielhaus in den ersten 3 Jahren versucht, das römische Recht der Juristen zu hintergehen, was eigentlich galt, und im Ensemble freiwilligen Verzicht auf Entscheidungsbefugnisse des Intendanten zu installieren. Auch jetzt wieder ein bisschen pointiert, kurz gefasst, wir sind im Grunde an der endlosen Mehrarbeit dann mit unseren Idealen zusammengebrochen, weil das, was man auf verschiedene einzelne Menschen übertragen kann, das kann ein Kollektiv, das auch noch nebenbei künstlerisch arbeitet und 2 bis 3 Proben am Tag hat, überhaupt nicht leisten. Und so hat sich mit einmal hat der Alltag zugeschlagen, der Alltag auch so einer Bundesrepublik. Und wir haben uns dann eigentlich in privaten Verabredungen untereinander. Ich werde mit dir das und das nicht tun. Ich habe als Intendant des Schauspieles betriebsintern auf Rechte verzichtet. Die hätte ich aber irgendwann immer wieder nach außen hin einklagen müssen. Und so haben wir uns für einen großen, großen Traum auch durch die Wirklichkeit dieser Wirtschaftsmacht Bundesrepublik durchgeträumt, aber auch durchgeschummelt. Und, ja. Würden Sie das Wort Revolte in den Mund nehmen? Ja, partiell natürlich. Das, aber wir reden ja jetzt über eine relativ lange Zeit, die in verschiedenen Stadien angefangen hat. Ja? Ja. Also was heißt Revolte? Heißt für mich, ich habe in 5 Jahren Intendanz unglaublich oft an der Rampe der Bühne gestanden. Unten tobte das Publikum und Vorstellung weiterlaufen lassen. Ja? Hier vorne standen Demonstranten mit Plakaten, die die Bühne besetzt hatten. Hier standen die Schauspieler, die nicht wussten, ob sie weiterspielen können oder nicht. Und ganz hinten sammelte die Technik Dachlatten, um die Demonstranten von der Bühne zu vertreiben. Also wenn das nicht eine Art Revolte war, schon. Aber das waren die Anfangszeiten. Ne? Frau Müller-Wesemann, wie hat man von Hamburg aus auf diese Ereignisse in Frankfurt geguckt, beziehungsweise hatte man mit den eigenen Revolten hier in Hamburg selbst genug zu tun? Also auf Frankfurt haben wir nicht geguckt, aber ich weiß natürlich, es gab eigentlich von der Stadt Frankfurt einen großen Gönner, das war der Kulturdezernent Hilmar Hoffmann, der natürlich mit Palitsch zusammen das Ganze doch sehr gefördert hat. Revoltiert hat wahrscheinlich das Publikum, was mit dem, was da auf der Bühne passierte, auch nicht einverstanden war. Also hier in Hamburg war es so, und da muss ich auch noch ein bisschen ausholen, es gab eine Initialzündung und das war der 2. Juni 1967. Da ist während des Scharbesuchs nämlich Benno Ohnesorg erschossen worden von dem Polizisten Karl-Heinz Kurras, der aber gleichzeitig ein Stasi-Agent war. Und da brannte natürlich die Hütte in Berlin ganz stark. Und für uns alle, ich war damals Mitglied, ich bin dann Mitglied geworden im Studentenparlament. Das war für uns auch ganz wesentlich, gegen die Hamburger Ordinarienuniversität zu demonstrieren. Wir haben das 67 gemacht, wir haben das auch 68 gemacht. Da wurden ja die Notstandsgesetze verabschiedet. 68 wurde Rudi Dutschke schwer verletzt, Ostern 68 bei einem Attentat in Berlin. Und wir haben am 9. November 1967 gegen die Hamburger Ordinarien protestiert im Audi Max. Da wurde der neue Rektor Ehrlicher eingeführt. Und daher kennen Sie natürlich auch dieses Spruchband unter den Talaren-Muff von 1000 Jahren. Detlef Albers und Gerd Hinak-Belber haben dieses Spruchband getragen. Und was ganz wesentlich ist, Detlef Albers, Jurist seines Zeichens, also Student, hat dann propagiert die Drittelparität für die Universität, also Mitbestimmung des Mittelbaus der Universität neben den Professoren und den Studierenden, also 3-3-3. Und das war natürlich ein wichtiges Mitbestimmungsmodell, was dann auch tatsächlich das Hochschulgesetz, das erste Hochschulgesetz, was hier in der Bundesrepublik dann neu eingeführt wurde, das hat dieses Hochschulgesetz hier in Hamburg sehr geprägt. Das war 69 und im Dezember 69 gab es keinen Rektor mehr, sondern da wurde der erste Präsident der Universität gewählt. Wollte so gerne ins Theater. Kurz, ja, weil das gehört dazu. Ja. Es war auch Theater. Also, das glaube ich, weil dieses Spruchband ist bekannter als jede andere Inszenierung hier. Präsident hat das durchgesetzt, was sich natürlich dann auch übertragen hat auf die Kulturszene. Was hier in Hamburg passierte in dieser ganzen Zeit ab 1963 nach Gustav Gründgens Abschied und Tod, das war eher eine schwierige Zeit, um es mal gelinde zu sagen, mit 3 Intendanten innerhalb von 7 Jahren. Ja, genau. Und es war also Oskar Fritz Schuh zunächst da. Das Publikum war nicht glücklich. Das Ensemble, das alte Gründgens-Ensemble, war ebenfalls enttäuscht und verschwand ganz häufig zu irgendwelchen Gastspielen. Und Oskar Fritz Schuh wollte etwas anderes auf die Bühne stellen, als es Gründgens getan hatte, nämlich Theater. Er hat Theater als einen seelischen und geistigen Raum verstanden. Also von Mitbestimmung war da gar nicht die Rede. Aber dieses war ein Theater, was vielleicht eher in ein Kammerspiel gehört hätte, aber nicht auf die große Bühne des Schauspielhauses. Oskar Fritz Schuh ging vorzeitig, 68, dann kam Egon Monk, der jetzt ganz stark das politische Theater betonte. Der hatte schon, bevor er überhaupt antrat, ein Flugblatt unterschrieben gegen die Notstandsgesetze. Da war natürlich schon Stimmung. Und er kam und hat begonnen mit einer Szenenfolge über den Gehorsam. Und das hatte, also die inhaltlich war das so, dass er das anprangerte, was er für typisch deutsch hielt, er zusammen mit Klaus Huberlik, seinem Chefdramaturgen, nämlich, dass die Deutschen gerne ihren eigenen Willen einem Fremden hingeben und dass das einfach auch für eine Tugend gehalten wird. Und das ist natürlich ein hoher Angriff auf das Publikum und überhaupt auf die Deutschen gewesen, die ihre Vergangenheit sehr verdrängt haben. Also das war eigentlich schon der Todesstoß für Monk, der nach 75 Tagen auch wieder seinen Hut genommen hat. Und als drittes kam dann Hans Lietzau. Und kaum hatte er angefangen, da wurde gerüchteweise verbreitet durch Ivan Nagel, der ja dann 72 auch der neue Intendant war, dass Lietzau auch nur 3 Jahre bleiben würde, weil er eigentlich darauf spekulierte, Intendant am Schiller-Theater in Berlin zu werden, 1972. So, also daraufhin wurde natürlich auch Lietzau nicht mehr gern gesehen vom Publikum. Und es gab unendlich Streit im Ensemble selber, sodass auch Lietzau schon 1969 wieder ging, nachdem er sich auch mit seinem Verwaltungsdirektor zerstritten hatte. Frau Müller-Wesemann, Sie sind ein wandelndes Lexikon. Ja, ich bin vollkommen begeistert. Ich möchte nur so ein bisschen, aber ich möchte zurück zu unserem Thema kommen. Genau. Aber das muss ich jetzt noch sagen, weil das auch tragisch war. Denn dieser Verwaltungsdirektor hat sich daraufhin das Leben genommen. Ja, aber und Lietzau ging. So, und jetzt höre ich auf. Ich möchte an die zwei Theater... Sie hören sich das alles an, Herr Grünewald. Und bitte schön, wenn Sie dazu ganz... Sie dürfen jederzeit hier reingrätschen, weil sonst verlieren wir uns in den Geschichten von damals. Aber Frage an Herrn Rudolph und an Frau Schwarz. Frau Müller-Wesemann hat es in so einem kleinen Stichwort nebenbei gesagt, das Publikum, wie reagierte denn das Publikum auf all diese Veränderungen, auf alles das, was da passierte? Mögen Sie den Anfang machen und dann Herr Rudolph, ja? Also wir sind 1972 von Stuttgart nach Frankfurt gegangen und das war für das Frankfurter Publikum, glaube ich, ein Schock und für uns fast eine Katastrophe. Das erste Stück war eine Bearbeitung von dem englischen modernen Dramatiker Edward Bond. Das Stück hieß Lear. Und wir brachten eine vollkommen neue Ästhetik mit. Diese Art von Bühnenbild hatten die Frankfurter bis dahin so nicht gesehen. Ein vollkommen neues Ensemble und eine andere Spielweise, die also nicht mehr so, das soll ich mal sagen, traditionell war. Aber es war immerhin durchaus Theaterspielen. Und es gab, ich will das nur mal beschreiben, wie das ablief. Eine Szene, in der Elisabeth Trissner und ich, wir spielten die beiden bösen Schwestern, Goneril und Regan, Gloucester foltern. Die Trissner durchstach ihm mit Stricknadeln die Trommelfelle. Da hat sie schon immer gezittert und hat gesagt, hast du das Wachs drin zu dem Schauspieler? Und dann musste ich, nachdem dies geschehen war und schon eisige Stille im Zuschauerraum, der nicht ganz voll besetzt war, kam ich als jüngere Schwester Regan und sagte, und jetzt die Augen. Daraufhin verließen reihenweise die Zuschauer den Saal. Und dies bei jeder Vorstellung. Die Trissner hat mir gesagt, sie geht überhaupt nur mit Kopftuch und Sonnenbrille in den Supermarkt, damit man sie nicht erkennt. Das ist jetzt lustig, das habe ich auch schon manchmal erzählt. Es ist natürlich nicht lustig für ein Theater, weil wir dachten, wir sitzen, wenn wir so weitermachen, mit dieser Radikalität, auch wie die Inszenierungen waren, eines Tages ohne Zuschauer da. Das wird ein Problem für uns. Außerdem, das möchte ich noch sagen, dann kommt Nils dran, hatten wir das Problem der Presse, das muss man auch mal sagen dürfen. Wir hatten zwei überregionale Zeitungen in dieser Stadt, die FAZ und die damals noch sehr wichtige Frankfurter Rundschau. Und wenn man die FAZ gegen sich hatte, diese starke überregionale Zeitung, und die hatten wir gegen uns, ja, die haben geschrieben, dass bei uns die Garderobenfrauen den Spielplan mitbestimmen. Ein Schwachsinn, ja. Aber es war wirklich niederdrückend und niederziehend und nichts, was wir machten oder auf die Bühne brachten, wurde da akzeptiert. Das war eine ganz schwere Zeit. Das ist das Bild von, was ich jetzt gerade geschildert habe, von außen. Ich würde gern später noch auf das etwas sehr komplexe Bild des Inneren dieses Mitbestimmungsmodells kommen. Niels-Peter Rudolph, welche Rolle spielte in der Zeit das Publikum? Das wollte doch eigentlich mit der geforderten politischen Relevanz, mit der Haltung, die plötzlich gefordert war, eigentlich nichts zu tun haben, oder? Nee, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, es braucht doch aber wirklich nur zwei, zur Erinnerung, zwei generelle Sätze, die mit Theater nichts zu tun haben. Ich war in dieser Zeit aktiver Sohn einer Generation, die die Nazi-Zeit hinter sich hatten. Die Bundesrepublik war auch mit der Formulierung, wo sollen denn alle die, die mit den Nazis mitgemacht haben, hingeschickt werden? Wir müssen sie weiter beschäftigen in diesem Land. Die waren an den entscheidenden Stellen weiterhin tätig. Das heißt, diese Revolte ist eigentlich ein Aufstand gewesen gegen die Jahre, die nach 1945 nichts substanziell was geändert haben. Und da drehten die Söhne und Töchter durch und haben gesagt, wir lassen uns die Staatssekretäre in der Adenauer-Regierung, die immer noch aus der Nazizeit an ihren Posten sitzen, nicht mehr gefallen. Und dieser Aufstand in den Köpfen, der war prinzipiell auch im Publikum. oder in dem vitalen, lebendigen Teil des Publikums. Das hat sich dann gerieben, alle Beschreibungen sind richtig, an formalen Punkten. Soll Theater so aussehen oder soll es so grausam sein nach diesem Weltkrieg, ja? Oder soll es die Grausamkeiten verschweigen oder so etwas? Und wir haben versucht, dies abzubilden, was wir als junge Generation traumatisch in den Knochen hatten. Und dass dazu dann Strukturen, Organisationsformen, die auch enorm hierarchisch waren aus diesen Zeiten davor, dass die natürlich dafür geändert werden müssen, dass die Mittel sich ändern müssen, dass die Kunst an einer ganz anderen Stelle war und mutig auch ihre Aufstände gemacht hat, das mussten wir versuchen, in das Theater zu bringen. Und dann entstand natürlich parallel dazu dieser Kranz von Anekdoten, die aus mir auch raussprudeln, was man da so alles erleben musste. Aber es ging um die bis 67, 68 immer noch nicht wirklich abgelöste Zeit vor 45, die in diesem Land immer noch ihr Unwesen trieb. Das heißt, die Überlegung, ob sich auch die ästhetischen Formen, die ästhetischen Ausdrucksweisen verändern müssten, die kam im Prinzip später? Nein, nein, parallel dazu. Nur man kann nicht einfach nur die Farbe am Bühnenbild ändern, wenn alte feudale Strukturen, unsere Art von großartiger Theaterlandschaft ist aus dem Feudalismus entstanden und hat auch noch diesen Reichtum von fast 200 Städten mit eigenen Theatern aus dieser feudalen Zeit. Aber das ist auch immer noch das Theater der kleinen Duodezfürsten gewesen. Und die Ästhetik ändert sich nur, wenn sich in den Köpfen was ändert. Die Köpfe ändern sich nur, wenn die Entscheidungsprozesse anders laufen. Und das ist der wirkliche ernsthafte, seriöse Hintergrund hinter diesen ganzen Sachen, dass man dann mit einmal den Kultursenator beschummeln muss und ein Votum des Ensembles als ein Votum des Intendanten ausgeben muss, damit es stattfinden kann. Ja? Also, aber die Quelle, das ist mir wichtig. Darf ich ganz kurz was dazu ergänzen? Interessant ist natürlich auch, dass auch dieses hier für das Theater bei den Studierenden, bei den Studenten anfing. Also ich erwähne jetzt nur, nenne nur die Namen Peimann und Steckel. Das waren beides Studierende der Hamburger Universität. Es gab eine Studiobühne. Klaus Peimann fing dort schon 1962 an, Steckel folgte ihm 2 Jahre später und sie waren jedes Jahr bei der sogenannten Internationalen Theaterwoche der Studententheater in Erlangen. Diese Woche gab es schon seit den 50er Jahren und sie wurde immer internationaler. Und da wurden natürlich auch aufgrund des mangelnden Geldes ganz andere Ästhetiken ausprobiert. Und ich denke mal, das hatte einen ganz starken Einfluss dann auch auf die Staats- und Stadttheater. Da wurde einiges übernommen und interessanterweise sind natürlich auch Steckel und Peimann hinterher unter anderem am TAT, am Theater am Turm in Frankfurt gewesen. Aber das, was dann an den Stadttheatern passierte, hatte eben da schon Vorläufer. Und vor allen Dingen auch jemand wie Brecht, der ja am Staatstheater verpönt war, mit Ausnahme von Peter Palitsch, der ja auch seine eigene DDR-Biografie hatte, der Brecht inszenierte oder inszenieren ließ. Ansonsten war Brecht in Westdeutschland persona non grata, nicht aber an den Studentenbühnen. Und der Kontakt über die Grenzen Deutschlands oder der Bundesrepublik hinaus, das ging der Austausch mit der DDR war möglich oder aber auch ganz intensiv mit Frankreich, das alles passierte in Erlangen und das darf man nicht unterschätzen, was da natürlich gestreut wurde. Und dass dann Dieter Sturm, Klaus Völker, also es war außerordentlich intensiv, was da passierte. Und das sind ja alles auch Studierende gewesen, die hinterher eine große Karriere gemacht haben im Staats- oder Stadttheater. Ich muss jetzt einmal Gernot Grünewald fragen, weil sonst kommen Sie hier überhaupt nicht zu Wort. Und das fände ich tief bedauerlich. Mit was für Gedanken hören Sie jetzt so diese Geschichten zu? Sind das Geschichten von gestern, sehr schön erzählt? Oder gibt es da manchmal auch so dieses Motiv bei Ihnen, wo Sie sagen, Mensch, eigentlich eine tolle Zeit? Zeit, aber unsere Zeit ist auch nicht schlecht aus den und den Gründen, was diese Art von politischem Erwachen betrifft. Ja, es sind natürlich zwei grundsätzlich verschiedene Themenfälle. Einerseits ist das politische Erwachen an sich, gesellschaftlich gesehen, und das andere ist jetzt das Theaterinterne, was jetzt viel erzählt wurde. Da finde ich schon, das finde ich extrem reizvoll. Ich glaube sofort, dass diese Mitbestimmungsmodelle extrem strapaziös bis unmöglich oder was Sie mit Scheitern beschrieben haben, werden können. Ich merke, ich persönlich jetzt irgendwie einige Jahre in dieses Stadt- und Staatstheatersystem reinwachsend oder auch reingeworfen seiend, vermisse eigentlich solche Arten von Strukturen, ohne zu wissen, ob sie wirklich lebbar oder ertragbar sind, nachdem auch, was Sie jetzt gerade schildern. Weil ich das Gefühl habe, jetzt mal jenseits davon, dass es möglich ist, was Sie vorhin erwähnten, dass man jetzt mit Schauspielern, was ich gemacht habe, nach Lesbos reist und da recherchiert und sozusagen kollektiver arbeitet, vielleicht als es sonst anders möglich war. Aber erlebe ich zum Beispiel Besetzungspolitiken als extrem hierarchisch und habe das Gefühl, wie wir jetzt im Studium an der Theaterakademie, wo ich auch Niels-Peter Rudolph hier kenne, ganz natürlich gearbeitet haben, dass wir als Regiestudenten an Schauspielstudenten herangetreten und gesagt haben, hast du Lust, mit mir zu arbeiten? Ich würde gerne ein Projekt machen und wenn du es spannend findest, dann machen wir es zusammen. Wenn du es scheiße findest, dann musst du den anderen Regiestudenten suchen. Finde ich originär viel richtiger und besser, als die Tatsache, an einem Theater sozusagen Schauspieler vorgeknallt zu bekommen, mal drastisch beschrieben, und für den Schauspieler sozusagen auch zu sagen, hier bist du besetzt, lieber Freund, so, und jetzt mach mal schön. Weil ich finde, dieses gemeinsam auf die Suche gehen und gemeinsam was wollen und sich für ein Thema begeistern und brennen, kann nur aus einem Kollektivgeist heraus kommen. Und da, finde ich, verweigert sich zumindest aus dem, was ich jetzt kenne, da gibt es natürlich Unterschiede in verschiedenen Theatern, ist ja klar, aber verweigert sich der Betrieb immer noch aus auch teilweise verständlich pragmatischen Gründen. Wie lange haben Besetzungen Vorlauf? Wie intensiv darf ein Schauspieler überhaupt einsteigen in eine Thematik, weil er am Samstag eine Premiere hat und am Montag wieder anfangen muss, da mit mir zu proben und sich irgendeinem Thema zu widmen? Aber da, denke ich, ist tatsächlich einiges, was ich vermute, was ich jetzt nur sozusagen in Erzählungen nehmen kann, ist da sozusagen deutlich verbesserbar oder sich abguckbar aus einer Zeit, die das schon mal versucht hat, vielleicht auch gescheitert ist, lustvoll gescheitert ist oder auch mit extremem Herzblut gescheitert ist, und sich dann wieder so eine Art von, was sich jetzt auch gerade sicherlich wieder aufbricht in den letzten 2, 3 Jahren mit Ensemble Netzwerk und so, da kommen ja sozusagen neue Bestrebungen, so, aber was sozusagen dazwischen, jetzt mache ich es ganz grob, Entschuldigung, Frau Müller-Wesemann, aber jahrzehntelang wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist und man sich aus diesem einen großen Aufbruch, der aus vielerlei Gründen vielleicht nicht ganz so weiter sich fortführen ließ, als man es damals erträumte oder erhoffte, aber wieder in so eine Art, so war es immer, so machen wir es weiter, so funktioniert es ja irgendwie, zur Ruhe gesetzt hat, um jetzt vielleicht von Neuem, hoffe ich zumindest, zu spüren, nee, da ist, nicht jetzt explizit auf 68 bezogen, aber es gibt zumindest da durchaus reformierbare Strukturen, die man angehen muss, genau, um nicht sozusagen ewig im Gleichen weiterzukreisen. Wir kehren jetzt noch einmal zurück. Elisabeth Schwarz, Sie haben den schönen Satz damals gesagt, wir haben aber auch jeden Fehler gemacht, der innerhalb dieses Modells möglich war. Zum Beispiel haben Sie Gagen öffentlich gemacht. Ja. Zum Beispiel haben Sie auch, was die Besetzung, die kam eben schon dran, betrifft, genau das öffentlich diskutiert. Gehört das zu den Fehlern? Nee, darf ich? Ne? Ja, bitte. Also die Gagenöffnung war, fand ich eine großartige, wirklich ganz progressive Sache. Das heißt, jeder sagte, welche Gage er bekam. Dann gab es 3 Gagenlevel. Die oberen wurden nicht erhöht, damit die mittleren ansteigen konnten und die unten noch stärker ansteigen. Das war ein soziales Projekt, kann man sagen, innerhalb des Theaters. Das haben wir so gemacht. Manche Kollegen und Kolleginnen haben eine Träne verdrückt, dass sie ihre Gage öffentlich machen mussten, weil da hat man erst gemerkt, wie stark man sich definiert, seinen Wert als Schauspieler an der Gage. Oder der eine hat einfach schlau verhandelt. Das haben wir abgeschafft. Das habe ich nie für einen Fehler gehalten. Ich fand es großartig. Was die Besetzung angeht, was Sie auch gerade angesprochen haben, da waren wir anderer Meinung. Wir waren, ich weiß nicht, ob du da noch dabei warst, Nils, da haben wir beschlossen, dass wir einem Regisseur nicht eine Besetzung, die das Ensemble meint, ja, das wäre die oder der wäre richtig für diese oder jene Rolle und vor allen Dingen, die wären jetzt auch mal dran und nicht immer die Protagonisten spielen die großen Rollen und die anderen kommen nicht vor, so richtig. Das haben wir verworfen. Und zwar deshalb, weil wir sind eigentlich gescheitert an einem immanenten Widerspruch von Schauspiel Frankfurt. Ein Modell, was uns Schauspielern mehr Rechte gab, mehr Mitbestimmung, mehr Arbeit und gleichzeitig ein künstlerischer Beruf und eine künstlerische Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Schauspieler, die man dem Regisseur auch zugestehen muss, dass er eine Sicht auf ein Stück hat und daraus resultierend eine Besetzung zusammenstellt. Und deswegen, weil wir das nicht aufgeben wollten, die Schaubühne hatte das die ersten 2 Jahre, hat es dann still, heimlich, leise auch fallen lassen. Weil wir das nicht wollten, haben wir die Besetzung nicht sozusagen festgeschrieben in dem Modell. Es gab dann mal einen Aufstand. Ich sage nur noch ganz kurz was. Also etwas habe ich auch gelernt an diesem Theater, dass die Linke eine erstklassige Art, das kann man bis heute sehen, sich selbst zu zerlegen. Wir haben solche großen Kräche gehabt im Ensemble, das schon nach Mediatoren, den Begriff gab es damals noch nicht, aber irgendwas in der Art gerufen wurde, wie wir wieder zusammenkommen können. Unter anderem hat es eine Fraktion gegeben, also Fraktionierung gab es sowieso in dem Ensemble, und die machte eines Tages, stellte zur Disposition, sind Regisseure Arbeitgeber. Daraufhin war Peter Palitsch, der nur wirklich sein ganze Energie für dieses Modell hergegeben hat, in Zusammenarbeit mit Hilmar Hoffmann wohlgemerkt, so gekränkt, dass er in seine Wohnung verschwand und war ein paar Tage nicht gesehen. Wir kriegten alle Angst, ob er jetzt die Brocken hinschmeißt sozusagen, weil das konnte er sich gar nicht vorstellen. Arbeitgeber war die Stadt Frankfurt. Aber so weit ging das, ja, weil natürlich auch durch so ein Modell viel Frustration aufbricht. Das haben wir unterschätzt, und zwar ganz mächtig. Also das wollte ich nur zur Besetzung sagen. Ich glaube, dass das in kleinen Gruppen viel eher funktioniert. Wir waren ein städtisches Theater mit 8 Produktionen und 5 Produktionen im kleinen Haus, also 15 Produktionen. Da ist die Frage, würdest du mal mit mir ein Stück machen? Eine ganz andere, weil das hängt von so vielen Faktoren ab, die Sie eventuell in Ihrer Arbeitsweise nicht haben. Das wollte ich nur sagen. Herr Rudolph. Ich möchte nochmal, das ist ja für mich wie ein Geburtstagsfest, dass das alles wieder mir in Erinnerung gerufen wird. Aber ich habe trotzdem ein bisschen die Sorge, dass wir uns vielleicht in die Idee, ich habe nochmal auf den Titel geguckt, zu sehr im theaterpraktischen Klein-Klein verlieren, wie man das denn im Alltag solche Sachen erlebt und umsetzt. Das ist wichtig, wenn man da drin steckt. Aber ich möchte nochmal einen anderen Gedanken anführen. Von heute aus gesehen ist natürlich dieser ungeordnete Zustand der Gesellschaft der Bundesrepublik ein Geschenk gewesen, weil es die Kräfte in uns mobilisiert hat. Wir konnten uns das nicht so einfach überbraten lassen. Wir mussten uns wehren. Also die Revolte war eigentlich fast automatisch eingeschrieben. Und wenn ich manchmal heute gucke, wo wir gepampert sind von vorne bis hinten und vor lauter politischer Korrektness schon Opportunisten geworden sind in der Arbeit, ja, dann sage ich mir, gäbe es doch manchmal so eine Provokation von außen, die auch die etwas eingeschlafenen Kollegen zur Revolte bringt. Und das ist ein Geschenk gewesen damals. Und wir sind, wie oft der Alltag ist, wir sind dann an vielen Umsetzungsfragen, sind wir nicht weit genug gekommen. Dann kommt der ganze künstlerische Bereich. Was ist denn der individuelle Künstler? Stichwort Regisseur. Darf man den einschränken? Darf man den Protagonisten einschränken? Und solche Sachen. Wir sind in irgendeiner Weise gescheitert in den einzelnen Abläufen. Aber der Humus der künstlerischen Arbeit, der ist total durchgerührt worden. Da ist Luft reingebracht worden. Und das weiß er unter Umständen gar nicht, wie viel sich nicht verändert hätte, wenn man mit dieser Harke und den Spaten da nicht reingegangen wäre. Und ich rede, die Formalien, wie wir uns verwalten und bezahlen, sind nicht das Allerwichtigste. Ich rede über die künstlerischen Blickwinkel, Perspektiven, die Methoden, die ja dann Abschluss für den jetzigen Beitrag, die ja dann auch ganz direkt über Forderungen auf die Autoren übergegangen sind. Wir haben ja Inhalte, Stücke bestellt, wir haben Stückformen bestellt und haben gesagt, könnt ihr das mit uns zusammen entwickeln? Der alte Klassiker muss entweder gegen den Strich gebürstet werden oder wir müssen ganz andere Stücke aufführen. Ja? Wenn ich es mal wertfrei meine, der Begriff Regietheater ist auf diese Art entstanden? Nö, dann gab es vorher, also die Gründgens, Schaller, Stocks, Reinhardt, das ist noch eine halbe Generation davor. Das waren schon immer die großen Regiegrößen, das waren die Herrscher. Bei Reinhardt war es typisch, dass er gleichzeitig auch der allererste Geschäftsmann des deutschen Theaterwesens war, mehrere Theater gegründet hatte, auch als fast industrielle Unternehmen, um auch Geld zu verdienen. Das ist ein vollkommen anderer Angang gewesen. Das hat aber immer in jedem Bereich, wir haben auch Malerfürsten, auch heute noch. Ja? Also ist eine bestimmte Art, sich künstlerisch zu betätigen. Das hat aber das hat die Individualität eines einzelnen künstlerischen Menschen unter Umständen zu ganz großartigen Ergebnissen geführt. Aber in der Breite das Wort stammt aus der damaligen DDR, der Theaterschaffenden, hat es zu wenig Veränderungen gebracht. Und die einzelnen Menschen, den einzelnen Schauspieler, den einzelnen Ausstatter, den einzelnen Dramaturgen zu einer anderen Art von inhaltlichen Umsatz und Erkenntnis zu bringen, das war letztlich der Grund dafür, dass man so verwaltungstechnische Veränderungen machen wollte. Eben. Und das wollte ich jetzt nicht klein machen damit, aber ein Stück gemeinsam lesen und entscheiden, nicht nur einer, ich habe das jetzt in meiner Biografie, ist das jetzt dran für mich alleine, sondern gemeinsam entscheiden, ob man, so hat sie ja angefangen vorhin, ob man das Stück will oder nicht will, das ist ja nicht nur ein Organisationsfaktum gewesen, sondern das hat andere Begabungen, andere Sichtweisen nach oben gebracht. Und darum, das war die eigentliche Revolte. Nicht? Und wenn man an das Wort Revolte sich das nochmal anguckt, das heißt ja, eine bestehende Sache nochmal umdrehen und nochmal neu begucken. Also wenn ich meinen Kuchen backe, dann stürze ich die Form um und mache die Unterseite zur Oberseite. So sieht das dann in meiner Küche aus und dann mache ich manchmal Puderzucker noch drüber, aber das muss nicht immer sein. Das ist eine Revolte, eine Drehung. Eine Drehung mit Puderzucker, ja. Ja, ich möchte noch eine kleine Drehung jetzt vollführen. Und zwar dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es neben dem Staats- und Stadttheater dann auch die Entwicklung einer freien Szene gab. Und in dieser freien Szene hat man diese hierarchischen Systeme von vornherein abgelehnt, obwohl natürlich das mit vielen existenziellen Schwierigkeiten verbunden war. Aber diese freie Szene hat sich damals entwickelt und die gibt es bis heute und sie wird immer stärker. Und innerhalb dieser Szene wird natürlich auch immer stärker der Protest gegen das, was im Stadt- und Staatstheater passiert, aufgrund dieser strengen, dieses Intendantensystems, obwohl natürlich manchmal auch die Verlockung groß ist, sich dann für eine Produktion auch ins Stadttheater zu begeben. Aber wir dürfen das nicht unterschätzen, dass da natürlich auch eine Alternative in der Kunstszene, in der Theaterszene entstanden ist. Und da sind einfach, also auch gerade hier in Hamburg gibt es eine freie Szene, die ja sehr verbandelt ist, auch mit dem Privattheater, sprich Lichthoftheater zum Beispiel, wo wirklich interessante Ästhetiken ausprobiert werden und man sich, weil es eine freie Szene ist, doch sehr viel kooperativer verhalten kann und das Mitspracherecht, also zumindest erstmal gewährleistet ist. Wie das im Einzelnen aussieht, das möchte ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Herr Rudolph. Aber da wollen wir uns, obwohl das vielleicht für Sie spannend wäre, wenn wir uns jetzt manchmal auch streiten, diese freie Szene von heute oder der letzten 10, 15 Jahre ist eine ganz wichtige Entwicklung, aber die gab es Anfang der 60er Jahre nicht. Dass die freie Szene, wir haben ja vorhin drüber geredet, das waren Friedrich Schütter, die Patriarchen, die sich wieder, ohne staatliche Subventionen zwar, aber die sich wieder patriarchale Systeme geschaffen hatten, und die freie Szene, das haben Sie sehr gut ausgeführt vorhin, ist über eine Seitentür, über das studentische Theater und diese Anregung dann in das Theatersystem gekommen. Man darf aber nicht vergessen, die wirkliche Veränderung dieses Theaters in die 68er-Revolte hinein ist auch zahlenmäßig aus dem Theater gekommen. Und die ganzen Studentenanregungen, Formen, Veränderungen und so etwas, die sind dazugekommen. Das hat schon, der größte Teil der Theaterleute haben in sich die Veränderung gewollt und haben natürlich enorm den Anschluss an die intellektuellen Bewusstseinsveränderungen, Universitätsszene und so weiter gesucht. Ja, aber die freie Szene, wie wir sie heute wahrscheinlich beide vertreten und verteidigen würden, die hat sich auch erst langsam entwickelt. Die erste freie Szene, aber vielleicht sind wir da Gegenpole in einer gewissen Weise, waren die Staatstheater, die mit einmal eine Tischlerwerkstatt oder einen Malersaal in Hamburg zu einer kleinen Bühne gemacht haben. Da wurden Sachen aufgeführt, die hatten Gründgens und Vorgänger auf der großen Bühne des Schauspielhauses nie gezeigt. Und aus diesen Kleingruppierungen an den unterstützten, von der Gesellschaft unterstützten Theatern hat sich dann so eine Freiheitsbewegung auch teilweise aus den Theatern herausgelöst. Ne? Das sind spannende Bewegungen, die aber eigentlich hat sich dieser künstlerische Bereich, der hat in sich selber gebrodelt und gekocht und hat überall, wo er nur konnte, auch in Frankreich, sich die Aufstandsformen abgeguckt, um aus den Festgefahrenheiten rauszukommen. Frau Schwarz, dazu noch? Ja, bitte. Das ist schon, was Niels-Peter Rudolph sagt, ist schon vollkommen richtig, dass es eigentlich natürlich in den Köpfen angefangen hat und nicht bei der Frage, wie machen wir eine Gagenstruktur. Was mich beschäftigt und sehr lange beschäftigt hat und jetzt wieder beschäftigt ist, warum diese Bewegung nur bei sehr wenigen Theatern überhaupt stattgefunden hat. Es hat ja die überwiegende Mehrheit der Theater überhaupt nicht erreicht. Wir waren ja Exoten und Spinner. Und warum wir, man kann es gar nicht anders sagen, Nils, letztendlich mit dieser Art von Bewegung zwar was in Gang gesetzt haben, aber dann langsam aber sicher aufgesogen wurden von den bestehenden Strukturen, die vorher schon da waren und die jetzt wieder schon lange wieder da sind. Es gibt kein Mitbestimmungstheater mehr. Es gab zwei, die Schaubühne und Schauspiel Frankfurt, die das institutionell hatten, also im Zusammenhang mit der Stadt Frankfurt. Wir hatten das alle in unseren Verträgen. Das gibt es nicht mehr. Und wenn es jetzt eine Bewegung gibt, ich hoffe, dass das irgendwie da auch weitergeht bei Ensemble Netzwerk, dann höre ich aber, dass es darum um die Gagen für junge Schauspieler geht und um die Arbeitszeiten. Das hat mit Mitbestimmung nun, wie wir sie verstanden haben, noch nicht so viel zu tun. Das ist einfach eine Verbesserung der Bedingungen. Mitbestimmung ist ein viel größerer Begriff, ein allumfassenderer Begriff. Und den sehe ich, ich sage es, unheimlich ungern. Den betrachte ich als gescheitert. Aber ich möchte noch mal, Entschuldigung, Frau Felixmüller, ich möchte noch mal nur kurz daran erinnern, wir reden jetzt über Mitbestimmung. Machen Sie sich noch mal klar, dass in der gesamten Industrie Europas es keine Mitbestimmung gab, außer dem zaghaften Versuch in den Betrieben, außer dem zaghaften Versuch in der Montanindustrie, bestimmte gewerkschaftliche Rechte festzuschreiben. Also in der gesamtgesellschaftlichen Situation waren selbst diese kleinen, teilweise katastrophal klein gescheiterten Mitbestimmungsmodelle am Theater ein enormer Fortschritt, eine enorme Avantgarde. Und das ist natürlich auch ein Punkt gewesen, den Sie mit bedenken müssen, wie das Umfeld drumherum war. Ja, da gab es auch keinerlei Absicht, an Entscheidungsfindungen in Konzernen oder so etwas zu verändern. Und während wir noch versuchten, unsere Demokratieträume zu verwirklichen, wurde der Backslash in der Industrie sofort, und das betrifft ja die Mehrheit der Menschen in so einem Land, wurde er sofort wieder durchorganisiert und hat sich durchgesetzt. Und da eingespannt ist natürlich der ganze künstlerische Betrieb dann und ist abhängig davon. Ich würde gerne Herrn Grünewald zu Wort kommen lassen. Herr Grünewald, das interessiert mich wirklich sehr. Niels-Peter Rudolph hat eben gesagt, damals brodelte es. Wo brodelt es denn heute? Sind solche Fragen wie basisdemokratische Entscheidungsprozesse, wie weit muss das Theater politisch sein, sind die überhaupt noch im theatralen Alltag, so wie Sie ihn erleben, überhaupt existent? Es fällt mir schwer zu sagen, weil ich natürlich nur meinen Theateralltag kenne, aus der Sicht eines jetzt Regisseurs, der engagiert für einzelne Projekte. Für mich ist das so natürlich, weil ich immer in Gesprächen mit Dramaturgen, wenn es darum geht, was tut man jetzt als nächstes, an was für ein Thema arbeitet man sich ab, immer das Gefühl habe, man muss das ausschließlich politisch begreifen und ganz vehement auf eine gesellschaftliche Situation oder Eigenlage reagieren mit dem, was man tut. Kann es aber jetzt nicht allgemein feststellen, glaube ich, für ein Haus, was ich gerade denken musste, auch als Sie gesprochen haben. Das war ja wahrscheinlich sogar damals so, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt nur, dass Baumbauer das mal probiert an den Kammerspielen, dass ich immer denke, warum trifft sich nicht quasi ein Intendant, auch von mir aus in der Struktur bleibend, mit allen Regisseuren, die eingeladen sind, in der nächsten Spielzeit zu arbeiten, mit den Schauspielern auch, also alle Menschen, die an einem künstlerischen Prozess beteiligt sind im weitesten Sinne, und sagt, was wollen wir, auch wirklich verstanden, als wir denn erzählen für diese Stadt und von dieser Welt in diesem Augenblick. Was ich de facto erlebe, ist, dass mich ein Dramaturg anruft und sagt, was willst du denn eigentlich machen? Im Idealfall kann ich sozusagen ein Thema vorschlagen, was auf Gegenliebe trifft. Im Nicht-Idealfall sagen die, ist interessant, will aber keiner sehen, mach doch mal das. Dann kann ich mich dazu verhalten, kann sagen, mache ich auf keinen Fall, oder versuche ich irgendwie einen Dreh zu finden, der für mich interessant ist. Ich will sagen, dass dieses zu sagen, wir empfinden uns als Theater, als eine Gruppe von künstlerisch denkenden Menschen, natürlich mit verschiedenen Unterexpertisen, der Schauspieler, der Dramaturg, der Regisseur, der Intendant, dass die sich aber als gemeinsames Wir empfinden und jetzt ganz konkret überlegen, wie reagieren wir denn auf das, was da draußen gerade passiert? Und da gibt es ja einiges, auf das man reagieren sollte und muss unbedingt, und auch sicherlich nicht nur mit klassischen Formen und Klassikern im eigentlichen Sinne, im Sinne der Werktreue, der Wiedererkennbarkeit, was wir vorhin besprochen haben, dass man seinen Klassiker wieder auf der Bühne findet und das als Schulstoff irgendwie durcharbeitet. Das findet, finde ich, akut zu wenig statt, und weil das akut zu wenig stattfindet, erlebe ich relativ wenig ein Profil von einem Haus, was sagt, das sind wir als Theater, diese Menschen arbeiten, denen wir gemeinsam vertreten über eine Idee oder einen Geist oder ein politisches Grundverständnis, sondern zerfällt das so ein bisschen teilweise in Einzelpositionen, dass Regisseure mit Wunschthemen oder Wunschstücken sozusagen kommen und daraus spickt sich dann ein Spielplan. Ich bin jetzt ein bisschen zynisch und sehr verallgemeinernd, dann setzt man so ein Motto drüber, die Welt oder Zukunft oder wie auch immer, und darunter geht so ziemlich alles zu subsumieren, was man so subsumieren möchte. Aber die eigentliche Idee zu sagen, hier muss was getan werden, und Theater ist ein Mittel, was zu tun und in Kommunikation zu treten, mit einem Teil der Gesellschaft wenigstens, das findet, finde ich, akut nicht oder sehr wenig statt. Besteht kein Bedarf an dem Wir-Gefühl? Ich hoffe, dass es ein Bedarf auch bei einer Zuschauerschaft in der Stadt natürlich besteht. Aus irgendeinem Grund gibt es vielleicht zu wenig Menschen, die das vehement einfordern. Das geht jetzt aber auch nicht selber. Frage, das, ja. Genau, das könnte ich ja auch tun, sozusagen für einen größeren Kreis. Ich fordere das für mich natürlich ein, das kann ich am ehesten tun, dass ich sage, wir können jetzt nicht Kabale und Liebe spielen oder ich kann es gerade nicht inszenieren, sondern ich muss irgendwie zum G20 was machen, weil es gerade hier stattfindet und irgendwie danach schreit, dass man darüber was macht. Vielleicht ruhe ich mich dann aber auch aus und denke, es müsste jetzt von oben kommen, der Intendant müsste quasi einladen, mich und meine Regiekollegen. Das ist aber auch natürlich dann Faulheit sozusagen. Wir können auch sagen, ich will hier nur arbeiten, wenn es diese Art von gemeinsames Ringen um Themen gibt. Also um das kurz zu machen, für mich wäre die Antwort, dass das Wir-Bedürfnis besteht. Ich nehme es aber sozusagen erstmal nicht wahr, im Kollegenkreis oder allgemein, dass es sich deswegen durchsetzt und zu einer Revolte oder zu einer Umstülpung des Bestehenden führt heute. Was schaffen Sie denn gleich, sofort, ja, schaffen Sie denn dieses Wir-Gefühl nicht mit diesem kleinen Team, mit dem Sie dann immer arbeiten, so wie Sie die Schauspieler und alle anderen an dem Prozess beteiligen? Das ist natürlich mein Versuch, sozusagen in meiner kleinen Parzelle sozusagen. Ich habe natürlich jetzt versucht, eins höher zu gehen und zu sagen, was könnte das für ein Theater als größerer Organismus bedeuten? Ich kann natürlich für meinen eigenen Organismus, den ich quasi mitgestalten kann, die Schauspieler und ich, die Ausstatter und alle, die beteiligt sind, kann ich versuchen, natürlich so zu arbeiten, wie ich es für richtig halte, kollektiver zu arbeiten, Menschen zu begeistern für ein Thema und gemeinsam sich auf eine Suche zu begeben. Das ist aber wie so homöopathische Dosen innerhalb eines Großbetriebes, wo ich finde, dass man viel struktureller und grundsätzlicher was verändern könnte und sollte. Frau Müller-Wesemann hat eine Frage. Ich habe jetzt eine Frage auch an Bitte das Mikro. Ich habe eine Frage an Sie, Gernot. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass das, was Sie jetzt machen, in einem kleinen Teil, in einem kleinen Kreis sehr berührt. Also zum Beispiel die Patentöchter oder das, was Sie über G20 gemacht haben. Aber es ist eben begrenzt. Könnten Sie sich vorstellen, dass es wieder so etwas gibt wie eine politisierte Generation, also ein neues 68, wo eben diese Aktionen und dieser Protest weit über diesen beschränkten Theaterbereich hinausgeht, wo ja wirklich eigentlich immer nur die Bekehrten, die sowieso schon Theaterfans sind, das hören und sehen, was uns bewegt. Und ich glaube, dass im Grunde genommen dieser Protest viel größere Dimensionen annehmen müsste. Dass im Grunde genommen das, was Peter Weiß auch schon mal gesagt hat, dass eben der Protest auf die Straße gehört und dass die Straße eigentlich das Massenmedium ist. Wie könnte sich denn zum Beispiel Theater da verhalten, um mehr gehört zu werden und auch um zu motivieren und Ideengeber zu sein? Also das wäre doch eine große Aufgabe, wenn man nicht bei dem Bestehenden stehen bleiben will und auch das vor allen Dingen bekämpft oder was Neues machen will und nicht nur sich beschränkt auf Dystopien oder ähnliche Schwarzseherei. Unbedingt. Das ist aber also tatsächlich eine elementar und relativ große und auch irgendwie unbeantwortbare Frage, die mich total umtreibt, weil ich immer das Gefühl habe, gerade bei diesen politischen Themen, dass es jetzt extrem auch dem Betrieb gegenüber selbstkritisch denke, wer geht da hin und das, wozu man kommt. Ich habe ein konkretes Beispiel gleich, ist eigentlich in einer Art von Abnickschaft. Das heißt, die Theatermacher vertreten politisch, mal jetzt grob gesprochen, die gleiche Meinung wie die Zuschauer. Alle gefallen sich darin, dass sie so linkskritisch sozusagen sind und applaudieren sich gegenseitig und gehen nach Hause und denken, haben wir wieder was Gutes getan für die Welt. Und die aber eigentlich in die Kontroverse also die Kontroverse findet nicht statt, genau aus dem Grund. Das konkrete Beispiel, und das ist fast absurd jetzt gerade, wir haben vor einem Dreivierteljahr im Thalia eine Arbeit gemacht mit Geflüchteten und Schauspielern, Performing Embassy of Hope, wo es darum ging, um die Asylverschärfung der letzten 3 Jahre, sozusagen ganz grob. Und die Zuschauer saßen in so Parlamentsblöcken. Sie haben doch die Debatte nachgebildet, wenn ich mich erinnere. Genau, wir haben die Debatten sozusagen reenacted in irgendeiner Form, wie man heute so sagt. Und die Zuschauer wurden aufgerufen, quasi als Stellvertreter der verschiedenen Parteien abzustimmen. Und dann kam es zu dem für mich absurd sinnfälligen Moment, dass es darum ging, da ging es um eine Obergrenze, sozusagen auch einer dieser Debatten folgend. Glauben Sie, liebes Publikum, jetzt mal so vereinfacht gesagt, dass Deutschland in der Lage ist, jedes Jahr 1 Million Flüchtlinge aufzunehmen oder nicht? 100% der Anwesenden, oder ich sage mal 99% meldete sich. Dann ging es weiter. Glauben Sie denn, dass 2 Millionen jedes Jahr die deutsche Gesellschaft überfordern würden? Ungefähr noch 70% meldeten sich wieder. Bei 5 Millionen wurde es dann sozusagen ein bisschen weniger. Und dass ich nochmal heute so dachte, wenn man diese Frage in irgendeinem anderen Kontext als diesem Thalia-Gaußstraßen-Publikumskontext gestellt hätte, wären natürlich die Antworten entsprechend anders gewesen. Nur dass leider sozusagen alle die möglicherweise extrem für eine Obergrenze sind oder für vehementeste Abschiebungen nicht den Weg ins Theater gefunden haben. Wie man das schaffen kann, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Daran scheitere ich dann quasi auch lustvoll immer wieder in meiner Arbeit, weil ich denke, ich mache es eigentlich für genau die anderen oder dass man in eine Kommunikation oder in eine Diskussion zumindest kommt, treffe aber auf die meiner Meinung sind. Da muss ich es aber eigentlich gar nicht machen, jetzt mal so zugespitzt. Genau, deswegen ist die Frage eigentlich zu groß, um sie zu beantworten, weil ich das Gefühl habe, irgendwas daran stimmt tatsächlich in der also was die Struktur kann man gar nicht sagen, aber in dem, für wen machen wir Theater, wen interessiert das überhaupt, welche Generation, in welcher Selbstpolitisierung sozusagen der Menschen, sucht man das Theater als Ort, als politischen Ort auf? Meine Befürchtung ist eher nein, oder zumindest zu großen Teilen nein. Das heißt, ich auf der anderen Seite, als mich versuchen, politisch zu engagieren übers Theater, bin sozusagen, treffe wie auf so ein Vakuum, wo es gar kein Gegenüber, es gibt ein Gegenüber, es sind ja Menschen anwesend, aber die bestätigen mich eher oder kommen nicht, wenn sie dann nicht interessiert sind an dem Thema. Und danach suche ich extrem, weil ich finde, das müsste es geben, und, aber das kann man natürlich nicht erzeugen. Es müsste, und das vermute ich mal, sozusagen 68 vor meiner Zeit, dass es einen Geist gab, wo man Orte wie das Theater gesucht hat, einerseits für strukturelle Maßnahmen, sozusagen, wie kann man überhaupt anders zusammenarbeiten und Leben denken, aber auch für inhaltliche Fragen, und sagt, ich brauche einen Ort, wo ich das leben oder artikulieren oder rezipieren kann oder in Diskussion gehen kann. Und das war vermutlich auch das Theater, also nehme ich jetzt Ihren Beschreibungen zumindest, und das ist es aber heute nicht. Warum? Weil es entweder diese Antworten nicht geben kann oder Diskussionen nicht eröffnen kann, weil das Menschen nicht mehr, das stimmt ja, die sind ja, man politisiert sich ja zunehmend wieder, und das zu Recht, nur wo man das sucht, ist im besten Fall die Straße, um sozusagen zu zeigen, wir sind bunt, wir sind laut, wir sind viele, so in etwa, oder in anderen gesellschaftlichen Foren. Und das ist zumindest für mich ganz akut die Frage auch, wie will ich jetzt weitermachen, wie will ich weiterarbeiten, wie schafft man genau das, weil sonst, ich meine, das hört sich ein bisschen apokalyptisch an, aber kann ich es für mich auch lassen, habe ich das Gefühl, oder anderen das Theater überlassen als Städte von, man kann ja auch andere gute Sachen im Theater machen, die jetzt nicht unbedingt sich um Revolte oder sonst was drehen. Genau, und darauf habe ich noch keine Antwort, aber die Frage stachelt mich sozusagen an. Nicht nur durch Sie, auch nochmal, aber auch an sich schon. Herr Rudolph, wie diskutieren Sie mit Ihren Studierenden genau solche Fragestellungen? Kommen die immer mal wieder oder sind die im Moment extrem virulent? Nein, die erste Frage heute früh war, bevor die Szenenarbeit losgeht an einer Szene, bist du grundsätzlich überhaupt bereit, eine Revolte mit deiner Szene in Gang zu setzen? Und die erste Antwort ist immer erstmal nein, indirekt. Ich möchte sozusagen eine Linie ziehen, wo so eine mittlere Friedfertigkeit herrscht. Und wenn man dann da dran bleibt, dann sind die meisten jungen Leute, mit denen ich arbeite, aber da muss man dranbleiben, und das ist absurd, weil so ein alter Kacker vor ihnen sitzt, aber die Erfahrung ist das nicht, weil ich besser bin als andere. Ich habe diese Erfahrung gemacht, und dann fangen sie an, den Geruch der Revolte überhaupt zu wittern. Nur mal erstmal in den Szenen. Und wenn man dann noch andere Arbeitsformen entwickeln kann dazu. Aber die Wattepackung von lass uns doch nicht dran rühren oder so etwas, die ist schon ziemlich dicht. Und das ist aber nicht eine Schuld der künstlerischen Menschen oder unseres Theaterpublikums oder sowas, sondern wir sind in einem Zustand von nur nicht zu viele Wellen machen, der so, sage ich, gefährlich geworden ist, dass an vollkommen falschen Stellen im Moment politisch Eruptionen entstehen. Dann kommt das in der Ecke raus, die uns nun überhaupt nicht gefällt oder sowas. Weil, so, und der zweite Punkt, der hat damit zu tun, ich habe mich beim Zuhören von seinem Plädoyer plötzlich gefragt, war denn Kabale und Liebe auch ein Thema der Mehrheit zu Schillers Zeiten? Oder waren da nicht auch nur diejenigen im Wald und haben sich das vorlesen lassen, die schon der Meinung war? Und ich habe nicht eine endgültige Antwort im Moment drauf. Aber ich glaube, man müsste irgendwo suchen, wie man da stimme ich zu, die fast meiner Meinung sind, wie man die dazu kriegt, in diesem abgeschlossenen Theaterraum nach der Theaterveranstaltung rauszugehen und in eine Art Unternehmungslust zu geraten oder so etwas. Da wäre es. Ich habe aber nicht die Antwort. Deswegen arbeite ich mit einer nicht enden wollenden Begeisterung mit jungen Leuten, weil ich immer denke, hört euch das an, was wir euch erzählen können, und versucht Wege zu finden, wie ihr da rauskommt. Frau Schwarz, Sie war zu... Ja, zu Ihnen und jetzt auch zu dem, was du gesagt hast, Nils. Ich habe das ist schon Jahre her, ist mir plötzlich aufgefallen, dass wir auf den Proben gar nicht mehr lachen. Haben wir früher viel getan. Wir machen auch keinen Quatsch mehr. Wir lassen auch nicht mal eine Probe versacken, weil wir einfach keine Lust haben heute. Das gab es alles und das gibt es seit Jahren nicht mehr. Und ich habe mir überlegt, woher das kommt, und zunehmend, obwohl man das scheinbar am eigenen Leibe gar nicht spürt, wird einem bewusst, dass wir in einem Ausmaß, in einer Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft leben, die uns dieses, was früher auch ein Teil Kreativität war, sozusagen wegnimmt. Das kommt uns abhanden. Das ist ein schleichender Prozess, passiert nicht von heute auf morgen, ist ein furchtbarer Prozess. Und das, was Niels-Peter Rudolph gerade gesagt hat, wie er mit Studierenden arbeitet, da muss man irgendwie ansetzen. Ich habe auch Enkelinnen und ich habe große Hoffnung auf die junge Generation, auch auf die Leute von Ensemble Netzwerk und so. Ich denke, die gehen schon in die richtige Richtung. Das heißt nicht, ich möchte aber weniger arbeiten und mehr Freizeit haben, sondern das heißt eine wieder neue Veränderung der Welt, die uns so zubetoniert, dass wir es scheinbar gar nicht merken, weil es uns ja so gut geht. Ja, ich weiß gar nicht, ob es den Studierenden so gut geht, denn die sind ja auch ganz schön eingespannt in dieses wahnsinnsunternehmerfreundliche Bachelor- und Mastersystem, wo sie eben gar keine Zeit mehr haben, um rechts und links oder auch politisch zu denken. Also das geht ja genau in diese Richtung. Und als 2002 Bachelor und Master eingeführt wurden, da habe ich mich sehr gewundert, dass die Professoren nicht massenhaft auf die Straße gegangen sind, um dagegen zu protestieren. Denn es gibt unendlich viel Kritik und ich habe die jetzige AStA-Vorsitzende gehört, letztes Jahr im November, die gesagt hat, wir würden alle gerne mehr politisch arbeiten, aber wir können gar nicht, weil wir einfach durch diese vielen Klausuren und Credit Points so eingespannt sind, dass es gar nicht geht. Also diese junge Generation oder junge Generationen sind wirklich ganz bewusst entpolitisiert worden. Und wenn dann auf der anderen Seite aber solche Aktionen passieren wie im Hambacher Forst, da muss ich sagen, da muss man dranbleiben. Und da müssten im Grunde genommen, da müsste auch die Solidarität wieder stärker wachsen, sodass solche Bewegungen dann wirklich etwas bringen und dass ein Konzern wie RWE dann nicht im nächsten Jahr die Chance hat, die letzten Bäume da noch abzuholzen, was ja der größte Schwachsinn ist. Also ich denke, da muss man hellhörig werden und man muss sich dann auch wirklich informieren und vielleicht auch als Theater dahin gehen und solidarisch sein. Solidarität ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in einer Gesellschaft, die immer mehr individualisiert wird und jeder nur noch an sich denkt. Herr Grünewald, ich finde, Sie müssen jetzt mal was sagen. Entpolitisiert, in Watte gepackt, nicht mehr engagiert, keine Zeit, um sich politisch zu engagieren. Fühlt sich Ihre Generation damit richtig beschrieben? Das kann ich mir kaum vorstellen. Oder die, sagen wir mal, 10 Jahre Jüngeren? Genau, das ist ja die Frage erstmal, was worin ja, ja. Generation ja, ja. da besteht. Nee, das nehme ich nicht so wahr. Ich nehme das schon wahr, das habe ich ja auch vorhin versucht kurz zu sagen, dass es eine wieder erneute Politisierung gibt. Ich habe jetzt Hambacher Forst extrem wahrgenommen als nochmal so ein Moment, wo man sagte, hier wird irgendeine Grenze überschritten. Das geben, also was heißt wir, ne? Jetzt nicht Hunderttausende, aber einige Tausende immerhin. Irgendwie geben wir das nicht mehr mit. Die Frage war sozusagen vorhin, wie lässt sich das aufs Theater übertragen? Oder das war sozusagen, ja, versucht, eine Antwort irgendwie darauf zu finden. Ich kann mir vorstellen, ich habe das selber jetzt nicht so erlebt, weil wahrscheinlich auch ein Regiestudiengang und auch mein Schauspielstudiengang, ich habe vorher schon mal Schauspiel studiert, jetzt nicht so Credit Point sozusagen unter dem Schwert der Credit Point sozusagen lastet wie andere Studiengänge. Deswegen kann ich das nicht beurteilen, wie viel Zeit zur Politisierung bleibt. Und Theater natürlich an sich und Theater machen oder auch natürlich in einem Theaterstudium, in einem Regiestudium an sich, dass man gemeinsam diskutiert, miteinander über Inhalte wahrscheinlich viel, viel stärker ist, als wenn man jetzt was auch immer für Credit Points gerade sammelt, in welchem Bereich. Das nehme ich nicht so wahr und ich nehme vor allen Dingen auch wahr, dass jetzt, es hat so ein bisschen mit Trump angefangen, dann über die AfD natürlich, dass man irgendwie so spürt, dieses, es geht uns allen so gut und wir haben uns hier so gemütlich eingerichtet und es wird eh alles verpäppeln, was Sie vorhin gemeint haben, dass das jetzt nicht mehr ausreicht, dass das schon als Geist wieder neu entsteht und wie sehr sich das jetzt schon durchgesetzt hat, im Sinne auch auf die Straße zu gehen und jetzt nicht nur zu denken, man müsste mal, sondern tatsächlich zu tun, da ist sicherlich noch einiges an Luft nach oben sozusagen drin. Vielleicht hat es aber auch damit was zu tun, Niels-Peter Rudolph hat das vorhin gesagt, wenn es diese Elterngeneration gibt, die da extrem im Nazisumpf sozusagen saßen, das haben wir natürlich jetzt, oder wir jetzt im Allgemeinen so, habe ich jetzt persönlich nicht kennengelernt. Ich musste mich da nicht abarbeiten, auf andere Art und Weise. Schon an meinen Eltern, wie jeder heranwachsende Mensch, aber nicht so spezifisch. Aber dass man jetzt hier spürt, hier gibt, das merke ich ganz stark zum Beispiel, hier ist eine Schieflage, entsteht hier durch einen Populismus in Deutschland, den ich persönlich nie für möglich gehalten hätte, dass er jemals wieder aufkommen kann nach den historischen Vorerfahrungen, die nicht meine sind, auch nicht die meiner Eltern, die da zwar schon Kinder waren, aber sozusagen zu klein, um irgendwas zu tun, außer Kind zu sein. Und das spürt man, finde ich, schon. Und in dem Moment gibt es natürlich eine Notwendigkeit zu handeln, die es vielleicht bisher so in dem Maße nicht gab, weil sozusagen alles, was jetzt globalisierungsmäßiges an Furchtbarkeiten passiert, immer noch irgendwie weit weg ist. Und das hat man auf einmal eine Partei vor die Nase gesetzt bekommen, die hier überall in den Landtagen und Bundestagen so aufbricht. Und wo ich jetzt auch merke, jetzt bei Themenfindung für die nächste Spielzeit, ich denke, darüber muss man jetzt was machen, weil das kann man nicht einfach so hinnehmen und wegwinken. Dazu ist es aber auch viel zu offensiv da. Die machen sich auch selber offensiv. Und das erfordert, ich weiß gar nicht, ob es eine Revolte, aber zumindest mal eine Antwort darauf, die vielleicht dann schon deswegen den Wattepanzer zerreißen lässt oder von mir aus auch die Credit Points Problematik, dass man sagt, scheiß auf 2 Semester, übertrieben gesagt, ich muss jetzt mal kurz handeln, bevor ich mich wieder um die Credit Points kümmere. Das wäre jetzt mal so die Hoffnung. Aber ich erlebe das schon, als man sagt, hier passieren gerade Dinge, wenn man sich jetzt nicht verhält, dann hat man vielleicht einen Fehler gemacht, den man lieber nicht jetzt hätte machen wollen oder sollen. Das ist fast ein Schlusswort, aber trotzdem, wir hatten jetzt mehrfach das Stichwort Ensemble Netzwerk. Und Herr Grünewald, ich würde Sie einmal bitten, einmal zu erklären, weil ich bin mir sicher, hier wissen viele im Saal nicht, was das jetzt für eine Bewegung ist, wo hier die Notwendigkeit entstand, sich dann als Ensembles auch mal wieder zusammenzutun. Mögen Sie das netterweise einmal machen? Ich kann es versuchen, ich bin da überhaupt gar kein Experte. Die anderen dürfen widersprechen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Genau, ich glaube, es ist, also, das ist aufgekommen als eine Bewegung, wo sich, ich mache es mal ganz grob, jetzt Theater, Schauspieler zusammengeschlossen haben, um eigentlich gegen wirklich Untragbarkeiten ihrer Arbeitsverträge, Gagengerechtigkeit, Arbeitszeiten sozusagen zur Wehr zu setzen und natürlich wie jedes Netzwerk versucht, über eine größere Struktur eine stärkere Stimme zu bekommen. Es gibt es Nachfolge, das ist jetzt ziemlich neu, das ist auch so eine Art Regie-Netzwerk, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, die so? Irgendwie, also sozusagen, wo sich Regisseure zusammenschließen, wo es zum Beispiel darum geht, wie kann es sein, dass immer noch, ich habe jetzt keine Prozentzahlen gerade, extrem viel mehr männliche Regisseure an Theater arbeiten, obwohl sozusagen in Studiengängen, in Regiestudiengängen in Deutschland eher mehr weibliche Studentinnen sind. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und dann kommt man natürlich auf grundsätzliche Fragen, der sowohl von Hierarchien als auch von männlicher Dominanz in Intendanten, gibt es ja auch, also wie viele Intendanten und Intendantinnen gibt es in diesem Land und dass da sozusagen Schiefstellungen entstanden sind, auch unwidersprochen entstanden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die man jetzt versucht sozusagen durch einen Zusammenschluss, um ein Forum zu haben und eine starke Stimme zu haben, auszugleichen oder zumindest mal in die richtige Richtung zu verändern. Genau, die treffen sich immer wieder und stellen ganz konkret Forderungen und treten an Intendanten heran und an den Deutschen Bühnenverein so und um sich stark zu machen für ihre Forderungen. Herr Rudolph, glauben Sie, dass von solchen Institutionen, die natürlich nur erstmal ein erster Schritt sein können und glaube ich ein ganz wichtiger, erstaunlich steht das erst jetzt, weil diese Debatten um Gagen, Männer, Frauen will ich gar nicht mehr erzählen, da hätte Frau Schwarz auch noch eine schöne Geschichte aus der Frankfurter Zeit zu erzählen, über die Gagen, wo sie plötzlich feststellten, dass die Frauen viel weniger Geld bekamen als die Männer. Das wurde dann weggewischt als zurzeit nicht relevantes Problem und Ähnliches. Nein, ja? Mit dem hervorragenden Satz, ja, der ein Totschlagargument dieser Zeit war, das ist ein Nebenwiderspruch. Also danke. Herr Rudolph, bitte. Glauben Sie, die Revolte kann durch so etwas entstehen? Also ich bin, jetzt war ja das konkrete Thema Ensemble-Netzwerk, ich bin da total hin und her gerissen. Mein Gerechtigkeitssinn findet alles das wichtig und richtig, inklusive dieser Männer-Frauen-Frage, Bezahlung, Freizeit und solche Sachen. Und es gibt in mir einen Bereich, da habe ich Angst, dass auf sogenannte gewerkschaftliche Probleme die Situation der Theaterschaffenden zu sehr reduziert wird. Ich habe darauf für mich keine Antwort. Ich kann nur, ich wiederhole, ich kann meinen Gerechtigkeitssinn unterstützt das. Ich werde aber nicht ununterbrochen für die Abschaffung von 6 oder 7 Tagen Vorstellungen in der Woche sein. Also weil ich habe auch im Rahmen der Mitbestimmung gegen den probenfreien Tag gekämpft. Und das war auch ein großer Teil des Ensembles, hat gesagt, wir haben jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang haben wir in 14 Tagen die größten Stücke auf die Bühne bringen müssen. Nun haben wir endlich mal lange Proben und dann werden die wieder abgeschafft und reduziert. Ich bin da, ja, ich habe es gesagt, ich bin da hin und her gerissen und bin natürlich auch als 68er, alter 68er, erstmal totaler Kämpfer für das Thema Gerechtigkeit. Und das ist ein wichtiger Inhalt. Ich denke aber immer, wir dürften uns dann nicht so in der Organisierung des Alltags verlieren, ne? Frau Schwarz, Sie sagten vorhin im Nebensatz, als es ganz kurz ging um das Ensemble-Netzwerk, diese Art von Forderungen und Debatten, das würde nicht reichen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Naja, wie es gerade gesagt wurde, das sind Forderungen, die sind berechtigt. Die Einstandsgagen für anfangende Schauspieler sind viel zu niedrig. Die Arbeitszeiten sind, je kleiner das Theater ist, je kleiner das Ensemble, sehr hart. Es ist immer noch ein künstlerischer Beruf. Ich habe da auch ein ganz gespaltenes Herz sozusagen. Wie war nochmal Ihre Frage? Sie sagten vorhin, das ist zu wenig eigentlich, diese Art von Themen zu diskutieren. Ja, weil das sind Forderungen, die sind, wenn wir eine gute Gewerkschaft hätten, eine gute Genossenschaft, weiß ich nicht, ob wir die haben, weil ich da vor langer Zeit ausgetreten bin, das kann ich nicht beurteilen, dann wären das Forderungen, die dahin gehören. Ja? Ich sage es nochmal, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, Mitbestimmung heißt Mitverantwortung und hieße, ein Theater sozusagen in die Hand des Ensembles zu geben und dieses kreiert einen Spielplan, bestellt die Regisseure, mit denen es arbeiten will und so weiter und so weiter. Also dieses ist etwas anderes. Das ist nicht dasselbe wie das, was Ensemble Netzwerk will. Das will erstmal die Situation für Schauspieler verbessern. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Herr Grünewald. Ich wollte versuchen, noch mal kurz zusammenzuführen, weil das, also ich gebe Niels-Peter Rudolph total recht, dass wenn man sich jetzt, es ist total richtig und wichtig, und haben Sie auch gesagt, sich um bessere Arbeitsbedingungen zu kümmern, aber das ist sozusagen wie ein strukturell internes Problem zunächst mal. Es wird vielleicht da interessant, wo man sagt, in dem Moment, wo man, meistens ein bisschen pathetisch, wo man die Zeit hat, das hat mit den Credit Points zu tun, sozusagen überhaupt mal rumzufahren als Schauspieler, einen anderen Regisseur zu sehen, dann auch einen vorschlagen kann. Also das heißt, dass man im ersten Schritt, und das ist natürlich erstmal nicht kleinkariert, sondern total berechtigt, aber notwendig zu sagen, ich brauche erstmal so viel Geld, dass ich überhaupt leben kann, dann brauche ich vielleicht auch nochmal einen freien Tag, um durchschnaufen zu können, und dann brauche ich vielleicht auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob das eine Forderung ist, aber zwischen meiner letzten Premiere und meiner nächsten Arbeit mal 3, 4 Tage Zeit, um mich überhaupt in ein Thema eindenken zu können, bevor ich wieder quasi als Handwerker, sage ich mal, despektierlich missbraucht werde und das mache, was ich halt kann, um mal schnell auf die Bühne zu bringen. Dass daraus, wenn man sozusagen das hergestellt hat und eine andere Art von, Sie haben vorhin einmal gesagt, wieder Luft in den Kopf kriegen oder irgendwas aufzumachen für Luft, dass dann überhaupt Forderungen entstehen können und dann irgendwie auch über eine andere Art von Mitbestimmung nachgedacht werden kann. Also das quasi das ein strukturelles, wie können wir was verbessern, dann im nächsten Schritt irgendwo hinführt, wo auch andere Dinge möglich sind. Das glaube ich unbedingt. Und das heißt, dass das Ensemble-Netzwerk, wie es jetzt vielleicht ist, noch lange gar natürlich keine Revolte ist, sondern vielleicht eine arbeitstechnische Verbesserung sozusagen darstellt, dass aber daraus natürlich Dinge folgen können oder sollten, wo überhaupt genau über andere Modelle nachgedacht werden kann, die dann, Revolte ist ein großes Wort natürlich, aber in andere Dinge hineinführen, die auch inhaltlicher Natur sind und nicht mehr nur arbeitstechnischer. Ganz kurz vielleicht dazu. Ich finde es auf jeden Fall begrüßenswert, dass da was in Bewegung gekommen ist. Also nicht nur durch Ensemble Netzwerk, sondern auch durch Art But Fair. Das war ja aus dem Musiktheaterbereich eigentlich so die erste kritische Meldung, dass diese Gehälter oder die Honorare eben so ungerecht verteilt sind. Also es ist was in Bewegung gekommen im Vergleich zu vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren. Da hieß es nämlich eigentlich so bei den jungen Theaterschaffenden immer, Gewerkschaft, nee, also das ist überhaupt nichts für uns, da wollen wir gar nicht rein. Und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass auf diese Art und Weise auch sowas wie Gewerkschaftsleben und gewerkschaftliche Strategien wieder belebt werden, sodass das letztendlich auch eine viel größere ein viel größerer Verbund wird, der eben auch was durchsetzen kann und nicht nur innerhalb eines Theaters. Also der Deutsche Bühnenverein, der Zusammenschluss der Intendanten, ist da sehr hellhörig geworden, unterstützt inzwischen auch sehr. Und die, die GdBA, die Gewerkschaft für deutsche Bühnenangehörige, gleichfalls. Also da wird man jetzt hellhörig, was auch noch gar nicht so lange der Fall ist. Und da könnte durchaus etwas passieren, wenn man dranbleibt. Aber das ist natürlich ganz entscheidend. Man muss hartnäckig sein, sonst schafft man das bestimmt nicht. Herr Rudolph. Jetzt haben Sie ja hier ab und zu einen alten 68er eingeladen. Ich möchte jetzt mal als 68er reagieren. Ich kann dieses Gespräch über "Ich habe keine Zeit", ich kann es überhaupt nicht begreifen. Wir hatten auch keine Zeit. Ich war Regieassistent, ich machte 9 Produktionen, ich musste schon am Abend der Premiere, am nächsten Morgen die Probe. Wir hatten keine Zeit. Ich finde das schon ein Argument, was mir schon gar nicht einleuchtet. Wir haben die Revolte der Zeit, die wir nicht hatten, haben wir sie abgerungen. Und das hat uns lange Nächte beschert. Ja? Ich denke, das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Es sei denn, jemanden drängt es noch, jetzt hier was zu sagen, oder drängt es da nach hinten an die Tische, dann wären wir, denke ich, hier soweit durch. Ich wünsche Ihnen alles Mögliche, aber vor allem viel Spaß im Theater demnächst. Und vielleicht denken Sie vor dem Hintergrund, was Sie hier gehört haben, einfach mal drüber nach. Dankeschön für Ihre sehr konzentrierte Aufmerksamkeit. Danke.